damit recht herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Fly Elite Dangerous. Hier ist euer Commander Evil Bob. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, guckt, schaut, meine ich. Ja, Mining Laser. Zwei Stück. Habe ich mir jetzt geholt. Dazu habe ich mir noch, nochmal eine Sammeldrohne eingebaut. Dann noch eine Erkunderdrohne, die hier den, also Asteroiden scannen kann. Und eine Refinery mit 6 Slots. Ja, und dann haben wir noch 152 Cargo, 60 Drohnen haben wir noch, das reicht. Und da probiere ich heute mal Mining aus. Wir sind auch gleich in einem schönen System. Da sollte das gut funktionieren. So, jetzt muss ich das mal schauen, das ist, machen wir auf der 1, Mining Laser aus. Das können wir lassen. Das machen wir vielleicht noch so. Genau, und dann ist das schon alles okay. Keine Schildzellenbänke mehr drin. Aber man braucht ja auch einiges an Sachen, damit man ordentlich minen kann. Ich hoffe, 6 Slots reichen. Ich glaube, größere kann man dann nur noch einbauen, wenn man Komponenten der Klasse 7 einbauen kann, weil für Klasse 6 gibt es, glaube ich, keine. Verkehrt. Ich habe ja jetzt gerade Klasse 2 eingebaut. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es dann tatsächlich noch größere gibt und wie da die Abstufungen sind. Ich meinte natürlich vom Drohnenkontrollmodul. Das ist natürlich, das gibt es für Klasse 6 nicht. Aber für Klasse 7 nochmal eins, was noch ein Stück weiter geht. Aber ich denke, wir sollten damit auskommen. Ich starte schon mal. Ja, Konfliktzonen gibt es ja natürlich auch. Und auch lebensgefährliche Abbaugebiete. Also, das ist ein sehr schönes System. Hier hat man eigentlich alles, was man braucht. Hier kann man auf jeden Fall Kopfgelder jagen. Kann man sich aktuell sogar, naja, diese Kampfbelohnungen holen. Oder man ist so verrückt und geht zwischen den all sich gegenseitig beschießenden Fraktionen erstmal eine schöne Runde meinen. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Ja. Fliegen wir mal hier raus. So. Ach, da drüben ist ja schon unser Planet, wo wir hin müssen. Hui! Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, wie lukrativ das ist. Es gibt vermutlich auch wieder irgendwelche speziellen Systeme, wo man vermutlich ganz viel Osmium, nennt sich das, glaube ich, ergattern kann. Ja, da machst du vermutlich hohen Gewinn, aber wird vermutlich in dem System nicht so sein, aber ich probiere es einfach mal aus, weil ich habe Mining ganz am Anfang mal betrieben, also, aber wo ich angefangen habe mit dem Spiel, das war gleich kurz nach Release. Ah, Leute, da, ja, da bin ich mit meinem Sidewinder dann, oder mit meinem Hauler, dann bin ich minen gegangen und es hat tatsächlich was gebracht, man hat da so seine ersten 1000 Credits gut verdienen können. Da war das mit den Missionen nämlich noch nicht so gut designt. Jetzt lohnt es sich natürlich am Anfang erstmal ein paar Missionen zu machen. Wenn man das Spiel neu anfängt, Mission und ja, alles sollte gut werden. Gehen wir ein bisschen auf die Lichtseite, direkt in die Abbaugebiet, da fliege ich nicht, ich fliege eher so dann hier hin. Ich hoffe, ich treffe einen guten Ring. Ja, am Anfang Mission machen, bis man sich irgendwas zum Handeln kaufen kann oder irgendwas zum Abschießen. Selbst eine Viper. Also mit einer Viper kann man sich sehr viel, ja, Kopfgeld besorgen, weil es ist echt ein gutes Schiff. Da kann man schon viele Schiffe auch damit abschießen. Zwar noch nicht die größten vielleicht, aber da geht schon einiges, um sich sein Geld zu verdienen. So, ich nähere mich mal an. Sieht gut aus hier vielleicht so. Mal sehen. Schöner Planet. Alles klar. Gleich. Hui. So, sind wir ja schon mal gut rangekommen. Was mache ich als erstes? Gleich nochmal die Schifflichter an. So. Ich muss mir meine Firecroups nochmal anschauen. Alles klar. Dann fangen wir mal an. Suchen wir uns mal. Achso, ich muss noch bei meiner. Wie war denn das? Refinery. Muss ich da noch irgendwas einstellen? Ich glaube nicht. Muss ich nicht zuweisen bei 6. Sollte so funktionieren. Hier sind gleich ein paar auf dem Haufen. Probieren wir das doch mal aus. Meine Scheinwerfer gehen leider ja nicht so weit. Sonst könnte man jetzt schon mal. So, ich. Was mache ich jetzt einfach?
Mal sehen, was passiert. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Was ist denn das da? Kleiner Stein. Prospector Limpet engaged. Ja, und nun Leopoldit Uranich. Puh, was soll's. Probieren wir das einfach mal. Ich tue schon mal nichts auswählen und das schon mal... Echt jetzt? Polizei, oder? Das ist doch Polizei. Es ist grün, es ist bestimmt Polizei. Ich habe ja eh noch nichts an Bord, von daher ist es erstmal wurscht. Aha, alles klar. Bin ich, da fühle ich mich ja gleich sicherer, wenn hier Polizei unterwegs ist. Ach, da ist er sogar. Dann wiedersehen. Okay, ich schieße jetzt mal meine... drei... Cargo Hatch öffnen. Und dann... Oh, müssen wir noch ein Stück näher ran. Das wirkt immer näher dran, als es eigentlich ist. Ah, jetzt geht's. Alles klar. Okay, dann versucht mal euer Glück. Bin ich ja jetzt gespannt. Nicht zu gierig, ist genug für alle da. Was denn jetzt? Ah, wir brauchen natürlich noch etwas Power in unserem Abbaulasern. So, bitte jetzt. Alles klar, ich glaube, jetzt geht's langsam voran. Oh, ich sehe, meine Energieversorgung reicht da fast gar nicht aus. Verrückt. Da kommen wieder die nächsten Stücke. Das funktioniert ganz gut. Also mit Drohnen kann man empfehlen. Jetzt müsste ich natürlich mal schauen, ist der... Ah. Alles klar. Hier sieht man, wie viel noch im Asteroid drin steckt. Glaube ich zumindest. Achso, das... Doch nicht, er sagt mir Bescheid. Oder? Okay. Was fliegt denn da jetzt hier noch so rum an so vielen Teilen? Oh. Was muss ich machen? Ressources unallocated. Muss ich das selber machen? Ja, holt mir mein Zeug. Ach, ist das schön. Ich muss nochmal kurz Außenansicht machen. Kamerasteuerung, du könntest echt ein bisschen besser gehen. Da ist mein Schiff. Ja, schön. Schön sieht's aus. Da sind die ganzen Lichter an. Der Asteroid ist angeleuchtet. Schönes Bild. Zack, zack. Das gefällt mir. Wo ist denn der Planet? Guck mal, das... Oh, da hinten ist die Sonne ganz weit hinten im Asteroidenfeld. So, vielleicht kriegt man das irgendwie... Ja, ist irgendwie ein lustiges Bild, so. Das bedeutet ja aber, dass der Planet aber eigentlich in der Richtung ist. Drehen, 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 drehen. Ja. Ah, schön. Achso, ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Ja, schauen wir mal nach. Muss ich das selber machen? Ist das nicht... Ich dachte, das funktioniert automatisch. Da muss man ja selber wirklich ganz schön... Hm. Also mir war es ja mal, dass das irgendwann automatisch ging. Da fliegt ganz schön viel Zeug rum. Ich glaube, da hätte ich mir fast noch ein paar mehr Drohnen holen können. Vermutlich nochmal so ein Drohnenmodul, damit es doppelt so schnell geht.
Also ich glaube ja fast einfach nur, das ist ein Bug, weil ich war fest der Meinung, dass das alles autoelektrisch geht und ich hier nichts zuordnen muss. Dafür habe ich ja extra so viele Slots, damit ich ja nicht jedes Mal irgendwas selber drücken muss. Ist vermutlich nur, wenn die Drohnen in zu schneller Abfolge irgendwie eintreffen. Da kommt schon wieder die Polizei und es kam mir fast so vor, als ob sie ziemlich dicht an mir vorbeigeflogen wäre. Gerade mal 5 Leopoldit, naja. Tut mir leid, ich hab gerade genießt. Also ich glaube fast, dass der Asteroid einfach nicht. Also nach alten Verhältnissen fand ich es ja jetzt eigentlich recht gut, was man da so abgreifen konnte, aber. Ich schätze mal nach aktuellen Standards eher nicht so. Programming Limpet Drone. Fliegst du jetzt dahin? Prospector Limpet engaged. Asteroid depleted. Soll es da auch eigentlich stehen hier? Programming Limpet Drone. Prospector Limpet engaged. Na? 20% Minerals remaining, 100%. Aha. Tja, was weiß ich. Probieren wir es einfach nochmal. Huch, halt verkehrt. Also 6 Drohnen, glaube ich, brauchen wir schon, damit es wirklich richtig schnell geht. Prozent haben wir schon. Collector Limpet expired. Collector Limpet expired. Dann müssen wir wieder ein paar neue losschicken. Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Limpet Drone Error. Deploy Cargo Hatch. Ist doch offen. So, bald haben wir alles rausgeholt. Aber leider nicht alles eingesammelt. Asteroid depleted. Na, schön. Gott, es ist ja. Wir fliegen ja jetzt gerade Massenteile herum. So, jetzt scheint es doch irgendwie wieder elektrisch zu gehen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, der richtige, wirkliche Burner ist es noch nicht. Also für Leopoldit kriegt man noch nicht mal 1000, glaube ich. Für Coltan eventuell. Dafür ist es ein schönes Bild, wie das hier so funktioniert. Mit den Drohnen. Ei, meine... Das ist neu, oder? Meine Antriebsdüsen, die sind leicht rot. Vermutlich von der Hitze. Ich finde es auch beachtlich, dass die Drohnen nicht gegen den Asteroiden knallen beim Einsammeln. Ja, Tatsache, meine. Ich glaube, das schaue ich mir mal näher an. Diese Kamerasteuerung. Ah. Ja, irgendwie schon. Also zumindest das. Und das andere ist halt, ja, so ionenmäßig blau. Fleißig sind sie. Aber ich muss scheinbar gerade nichts machen. Funktioniert jetzt gerade ganz gut autoelektrisch. Aber man bräuchte halt vermutlich noch ein paar mehr Drohnen. Also im Endeffekt braucht man, also man bekommt, schätze ich mal, so oder so, Geld pro Zeiteinheit ist vermutlich immer noch beim Handeln am besten.
Obwohl ich jetzt nicht weiß, wie das ist, wenn man bei so einer Power... doch, tatsächlich. Wie das nun ist, wenn man bei so einer Power, den höchsten Rang hat, oder fast höchsten, und dann 50 Millionen in der Woche bekommt. Hm. Der Zeitaufwand, um zu diesen 10.000 Einflusspunkten zu kommen, ist vermutlich hoch. Aber wenn man das durch Abschießen von feindlichen Schiffen machen kann, dann... ja, eventuell doch machbar. Oh, hier sieht man, wo ich abgebaut habe. Oder ist das eine extra Ader? Nee, oder? Nee, es sieht bloß so komisch aus. Ach, da kann man sich ein bisschen umher stellen. Ist vor allem sehr ruhig. Interesse halber könnte man ja nochmal an die lebensbedrohliche Zone gehen, aber... naja, so ist es tatsächlich einfacher. So kann man sich noch ein bisschen Kaffee reinziehen, ein bisschen die Umgebung genießen, die Ruhe vor allen Dingen. Wenn ich nicht die ganze Zeit reden würde. So, haben wir jetzt alles. Machen wir zum nächsten Asteroiden, am besten zu den da. Oh, muss man aufpassen, ja, ist ganz schön eng. Hehe. So. Du da. Du bewegst dich kaum. Zumindest sehr langsam, das ist gut. Programming Limpet Drone. Ja. Prospector Limpet engaged. Osmium! Das war doch irgendwas, wo man. Nein, nicht abschießen, nicht abschießen. Das war doch was Gutes, Osmium. Ist zwar nicht so hoch der Anteil, aber ich meine, Osmium und Silber, das ist ganz gut. Das kann man machen. Also wenn wir das einsammeln könnten in dem Tempo, wie wir das fertig abgebaut haben, ging es vielleicht doch ganz gut. Vielleicht gehe ich dann nochmal schnell umlagern. Mal sehen. Asteroid depleted. In der Tat. So, Osmium, ja, ne, klar. Oh, jetzt alles voll hier. Vielleicht schaue ich das Leopoldit raus. Brauchen wir nicht. Damit wir vorsichtshalber noch einen Slot frei haben. Aha. Nein! Programming Limpet Drone. Limpet Drone Error. Deploy Cargo Hatch. Die ist. Limpet Drone Error. Deploy Cargo Hatch. Ist doch gar nicht wahr. Die haben zu tun haben die. Naja, also der Mineralien-Frachtraum füllt sich. Sagen wir es mal so. Schön hier draußen in den Weiten des Alls erstmal in Ruhe abbauen. Das finde ich schön. Bisschen im Cockpit umschauen. Mal einen Schluck Kaffee nehmen. Da kann man so richtig schön zufrieden, wenn man dann alles abgebaut hat, wieder zurück zur Station kehren und erstmal sich richtig sein Bier in der Bar schmecken lassen. Nach erfolgreich getaner Arbeit. Oh, 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 oh. Man muss natürlich bei der Sache bleiben hier. Dreimal Osmium ist, glaube ich, schon insgesamt 100.000 Credits. Wenn ich mich richtig erinnere. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass ich ja dass das irgendwie nicht komplett autoelektrisch geht mit meiner Refinerie. Ich die also immer ein bisschen im Blick haben muss. Aber wir kommen es ja angezeigt. Und man hört es auch. So, alles abgebaut. Na schön. Wo fliegt man denn da mal hin? Der da, da sieht doch voll. Nee, der sieht vielversprechend aus. Obwohl ich muss. Nee, sind wir da nicht gerade hergekommen? Man muss aufpassen, dass man ja nicht alle doppelt scannt. Ich probiere mal den da. Den haben wir definitiv noch nicht. Zack. Obwohl die ja auch, glaube ich, ein Stück entfernt gehen, ne? Achso, jetzt habe ich den da schon aus Versehen dahin geschossen. Oh, schick mal den dann. Achso. Programming Limpet Drone. Prospector Limpet engaged.
Indeed. Ah, ja. Ist zwar nicht schlecht, aber ne. Hier wieder Osmium. Sehr schön. Ich werde mal ein bisschen mich so begeben, dass die Drehrichtung mich nicht ganz so sehr stört. Ja, dann geht's schon los, würde ich sagen. Lalala, meinen macht mir Spaß, da gebe ich Gas. Schau mal ganz kurz dann, wenn ich den abgebaut habe, ob meine Aufnahme noch korrekt funktioniert.